Wenn Ashley tanzt, dann strotzt sie vor Energie, vor Kraft und Charme. Dann funkelt sie von jeder Bühne. Meistens empfinde ich dabei nur Freude. Ich fühle mich frei und lebendig. Ashley Bowder beginnt ihre Ballettkarriere mit 6 Jahren und katapultiert sich zur ersten Solistin des renommierten New York City Ballet und so bis ganz nach oben. Sie hat das, was nicht viele haben, dieses Quäntchen mehr, das über makellose Technik weit hinausweist. So etwas wie Charisma, Strahlkraft. Ballett ist ihre Art zu fühlen. So. Wir erzählen Geschichten ohne Worte. Ich glaube, so kann man Dinge tiefer empfinden. Ohne Worte werden sie fast größer als das Leben selbst. Seit etlichen Jahren kämpft die 35-Jährige als absolute Vorreiterin in ihrem Genre für mehr Gleichberechtigung. Denn die wichtigen Posten der Ballettdirektoren und Choreografen weltweit sind nach wie vor meist mit Männern besetzt. Für mehr Frauenpower gründete Ashley ihre eigene Tanzgruppe, nutzt ihre Popularität, engagiert Frauen aus allen Bereichen, fördert Talente und experimentiert mit ihnen weit über Dornröschen und Schwanensee hinaus. Die Tradition des Balletts bleibt wichtig. Wir müssen die Stücke aufführen und uns erinnern. Aber ich glaube, Frauen sind eben offener, auch Neues zu wagen und das klassische Ballett weiterzuentwickeln. Ashley Bowder nimmt ihre Mission genauso wichtig wie den Tanz. Ballerinen dürfen nicht länger die alte Welt verkörpern, sagt sie. Ein Ballett, in der Hierarchien zelebriert und Fügsamkeit erwartet wird, soll es in Ashleys Welt jedenfalls nicht mehr geben. Seit sie vor knapp 3 Jahren auch noch Mutter einer Tochter wurde, fühlt sie sich stärker denn je. Sie hat mir innerlich noch mehr Kraft gegeben, mich als Anwältin für Frauen in dieser Tanzwelt zu engagieren, wirklich aufzustehen, damit mich niemand mehr zur Seite schubsen kann. Dieses Selbstbewusstsein versucht Ashley auch dem jungen Nachwuchs zu vermitteln. Sie kennt die Verzweiflung, die Schinderei, denn nur etwa 1% schafft es wie sie als Ballerina auf die große Bühne. Was sie nun in München tanzt, ist mitreißend und ungestüm. Das passt zu ihr, auf der Bühne wie im Leben.